Kommen wir zu einer Übung, die heißt auch Beinheben, allerdings die ist komplexer. Jetzt müssen wir mit vielerlei Hilfsmuskeln und vor allem mit dem Trizeps und Unterarmen uns in der Balance halten, dass wir nicht umfallen. Und dann wird die Übung spannender. Je mehr wir die Beine heben, umso mehr muss der Bauchmuskel tun. Ich zeige es mal. Also schön hochheben und schön aktiv wieder runterlassen. Aktiv runterlassen heißt nicht durchsausen lassen, sonst fällt man gleich nach vorne. Das nennt sich Dips, also das ist ein Hochdrücken in den Stand. Das macht man vor allem in den Trizeps und in den vorderen Schultermuskeln und so weiter und so fort. Eine sehr komplexe Übung, durchaus schwer, aber erlernbar, wenn man das an der Sprossenwand schon getan hat. Also kann nur helfen, ich möchte es euch nur empfehlen. Und wenn man es noch nicht ganz so gut kann, rantasten, immer üben.